Das freundliche Wetter bot am 26. Januar den perfekten Rahmen, um in der Zerbster St. Bartholomäi-Kirche Großes zu verkünden. Um die Neuinszenierung des Zerbster Prozessionsspiels sollte es gehen und dementsprechend waren nicht nur Kirchenvertreter und die Medien, sondern auch der Bürgermeister zum Pressetermin erschienen. Der Anlass war ein guter. Unter den Augen der Fürsten auf dem Gemälde Cranachs des Jüngeren in der Winterkirche konnten die Projektbeteiligten einen Spendencheck der Ostdeutschen Sparkassenstiftung entgegennehmen. Gemeinsam mit der Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld und vertreten durch ihren Vorsitzenden Markus Klatte ist man dort von der großen Bedeutung der Neuinszenierung überzeugt. Es ist ein historisches Stück, das auch historische Bedeutung hat, das auch eine Tradition hat, über die Jahrhunderte hinweg die Bibel darstellt. Also es ist ja geschaffen worden, damit Menschen, die die Bibel nicht kennen, sie durch die lebenden Bilder, durch die Bilder auch sehen können. Das hat nach wie vor aktuelle Bedeutung. Und wenn man das in der Summe sieht, dann denke ich mal, war das für die Ostdeutsche Sparkassenstiftung schon ein Punkt, wo sie sagen, das hat auch kulturhistorisch eine solche Bedeutung, das wollen wir unterstützen. Genannt werden durfte die Spendensumme nicht, aber so viel sei gesagt, die Spende trägt entscheidend zur Finanzierung der Neuinszenierung des Zerbster Prozessionsspiels im September dieses Jahres bei. Das freut auch den Zerbster Bürgermeister Andreas Dittmann, der zuversichtlich ist, dass bei den Aufführungen die geplanten 1250 Plätze pro Inszenierung auch gut genutzt werden. Wir hoffen natürlich, dass wir auch mit dem Rückenwind 500 Jahre Reformationsjubiläum, dem Evangelischen Kirchentag in Deutschland und der großen Abschlussveranstaltung in Wittenberg auch Besucherkreise erschließen, an die wir bislang so nicht herangekommen sind. Wir werden also zu Himmelfahrt sowohl in Wittenberg als auch in Dessau auf uns aufmerksam machen, dass der September der Termin und Zerbst die Adresse ist, um hier etwas zu erleben. Und ich würde mich schon dazu versteifen wollen, zu sagen, das ist auch eine einmalige Gelegenheit, so etwas zu erleben, weil ob wir das nochmal auf die Bühne bringen, das weiß keiner. Das ist ein großes Experiment für uns alle. Vom 8. bis 10. September 2017 lässt Zerbst die Geschichte des Prozessionsspiels neu aufleben. Bis dahin wartet auf die vielen Beteiligten aber noch einiges an Arbeit.